was aside from us. So wir sind jetzt unterwegs Richtung El Paso. Im Osten haben wir hinter uns. Wir sind jetzt ca. schon 5 Stunden auf der Strasse. Jetzt ist es ca. 7 Uhr am Abend. Wir haben langsam Hunger und schauen, dass wir etwas essen können. Für dass wir nachher die nächsten 357 Meilen noch auf uns können. Fahrt gestern. Über 600 Meilen sind wir gestern gefahren. Wir haben uns mit zum Schlaf gehen. Im Hotel ausnahmsweise. Heute früh auf. Die Paare sind noch trainieren. Spinnkeiben. Ich dachte, ich schlafe gescheit raus. Im Tennis sind wir uns zum Morgen gönnen. Ein bisschen Eier, Speck und Zeug. Jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg, schon wieder auf der Strasse. Jetzt fahren wir in den Park. Guadalupe National Park. Mal schauen, was es dort gibt. Was uns dort erwartet. Ihr werdet sicher auch wieder ein paar Bilder sehen. Ja, und dann vielleicht noch weiter die White Sands. Das wird sicher auch einen geilen Anblick. Ja, mal schauen. Hast du noch ein Recording? Stopp! Stopp! Information about the park? Yes. I can. So, if you look to the left, yes, you to see the left. A rock, a tree, and there is a. What is a tree? Tree? A tree. Stupid mother. Litigation. Damn. Suck my. Yes, and if you look to the right, you see. A bus, a house, very behind the tent, and yes, some stupid tourists. Yeah. And there are very many snakes.
So please play attention. Krank. Also, wir haben jetzt hier vorne gerade so eine seltene Spezies gesehen. Ich glaube, es ist ein Robinos Kaktus. Warte, ich muss schnell schauen. Jetzt habe ich gerade eins gefunden. Wo ist es? Ah, da vorne ist es. Ich muss schnell reinzoomen. Kaktus! Jetzt kommt es mir Captain, do you see something? I think it's raining. Also, wir sind jetzt hier beim Guadalupe Mountain Park. Wie war das? Stempel. Dann ist jetzt so einen Bubblehead Pin gekauft. Da bin ich mächtig stolz auf den. Zeig mal, Dennis. Blablabla. Park Ranger, blablabla. Hütler hat einen Sticker gekauft. Das haben wir gesehen, wir sind hier. Jetzt beim Visitor Center hier unten. Wir sind alles drauf gelaufen. Leider hat unsere Kamera dann keinen Akku mehr gehabt. Darum haben wir keine Aufnahmen können machen. Oh. Und leider hat auch das Wetter nicht so mitgespielt, sonst hätten wir ein paar Drohnen-Shots rausgehauen. Obwohl es eigentlich verboten ist. Aber wir sind so badass. Und hat das gleich gemacht. Fuck the system. Ja. Jetzt sind wir hier. Wir laufen noch weiter. Zurück zum Auto. Dann fahren wir weiter. Jetzt nicht der Trail. Ja, das wär's gewesen. Super, merci Brian. So, der heutige Tag ist ein bisschen unverhofft gegangen, ist ein bisschen anders als geplant jetzt. Wir sind hier in so einen Nationalpark gegangen. Eigentlich wäre das Ziel gewesen, nachher noch direkt zu den White Sands weiterzufahren. Jetzt hat aber das Wetter nicht ganz mitgespielt, darum haben wir uns entschieden, noch mal eine Nacht hier zu verbringen in El Paso. Haben wir uns hier ein Hilton Hotel gegönnt und haben festgestellt, dass es hier einen Pool hat. Hier unten. Da hat es noch ein Baseballstadion, da hat es noch ein Wild Robin und wir gehen jetzt am Pool. So, nach einer erholsamen Nacht im Hilton oder Doubletree bei Hilton gehen wir uns jetzt noch das Morgenbuffet, damit wir ein bisschen gestärkt sind, dass wir nachher weiter können, Richtung White Sands etc. Ich glaube, heute gibt es einen langen Tag mit viel Fahren. Ja, wir sehen uns später. Ne? Also, tschüss. So, wir sind jetzt in den White Sands angekommen. Es ist sehr heiß. Wir haben jetzt gerade versucht, ein paar Drohnenschutz zu machen. Es ist wie überall in Amerika in der Pampa draussen schwierig, weil wir keine Verbindung haben. Das heisst, wir verlieren immer Verbindung zu den Drohnen. Das heisst, wir haben kein Bild, wir sehen nichts. Jetzt der Brian versucht es mal noch mit dem Team-Handy und dann haben wir das eigentlich gesehen. Es ist ein Spot, wo man herkommen kann. Schnell schauen, ein paar Fotos machen. Man kann auch Dünen abschlitteln, es ist sicher noch lustig. Aber es ist jetzt nicht ein Ort, wo man irgendwie einen ganzen Nachmittag oder einen Tag verbringen sollte. Vor allem auch, wenn man kein Wasser hat, so wie wir. Seine Wasservorräte sind bereits aufgebraucht. Und wenn wir jetzt bald wieder zurück sind, sonst klappt uns da noch einer zusammen. Der Dennis schwankt schon ein bisschen in der Gegend umeinander. Das ist vielleicht auch wegen dem Alkoholpegel. Aber ja. Also, geniessen jetzt, passet auf euch auf. Wir hören uns. We'll be right back.
ovation of the night. He said, I got flags too! I got one! Wir waren jetzt im Blue Hole gesehen. Wir hatten ein bisschen Pech gehabt, dass die Sonne nicht geschonen hat. Wäre auch noch ein bisschen cooler gewesen, wenn die Sonne geschonen hat. Ja, es ist ein bisschen kalt gewesen, das Wasser, haben sie gesagt. Die, die sie baden. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Robi, was meinst du? Kalt? Kalt, kalt! Ja, jetzt sind wir weiter unterwegs Richtung Amarillo. Dort werden wir in einem Hotel übernachten. Oder in einem Motel sozusagen. Und morgen am Morgen wollen wir recht früh los. Das heisst, bevor die Sonne aufgeht, fahren wir zur Cadillac Ranch. Dort wollen wir den Sonnenaufgang anschauen. Und ja, wir sehen uns wieder in Amarillo.